Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Emergency 4 mit der Winterberg-Modifikation. Und ja, wir sind wirklich hier in der Winterberg-Mod. Ihr seht hier zwar eine etwas andere Karte, aber ja, das hier ist die ArchWEM oder wie man das ausspricht. Jedenfalls kann man die im Konfigurator auswählen und ich dachte mir, ich zeig dir einfach mal. Ausgelöst durch einen technischen Defekt. Löschen Sie den Brand, transportieren Sie das Fahrzeugwrack ab und wenn nötig versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. So, ein einzelnes Fahrzeug, Polizei und ein Abschleppwagen, das müsste reichen. Hier ist schon viel Polizei unterwegs. Alle auf einer Stelle hier irgendwie. Müssen sich wohl erstmal verteilen. Hier ist die Polizeiwache, glaube ich. Ist ja alles neu sortiert hier auch jetzt. Also so sieht die Karte aus, ne? Kann man sich ja mal hier angucken. So. Ja, müssen wir auf die Feuerwehr warten. Rennt da einfach auf die Straße, kann man ja auch mal machen, ne? Hier darf er 50 fahren. Jetzt fährt er einfach über Rot, das geht ja wohl nicht. So. Da steht wieder einer rum und blockiert den Weg. So, drei Verteiler. Dreifachverteiler, nicht drei Verteiler. Hoffentlich explodiert das nicht? Nö. Das passt noch. Spulen wir ein bisschen vor, ne? Dann kann es auch schon abgeschleppt werden gleich. Wir hätten jetzt mit der Polizei noch umleiten können, aber das lohnt sich nicht. Aber ich habe das Gefühl, auf dieser Karte gibt es sehr schnell Stau. Da müssen wir wohl mit Polizei wirklich arbeiten. Ich leite ja sonst irgendwie nie um, aber das sollte man hier wohl machen. Denn wie man sieht, ist hier schon ein bisschen was los. Ja. Also wir spielen jetzt hier nicht Herausforderung, sondern dieses freie Spiel halt, ne? Endlosspiel. Brandausbruch. Ursache nicht bekannt. Okay. Verhindern Sie eine Ausweitung der Brände. Löschen Sie das Feuer. Dann schicken wir da mal einen Löschzug hin. Der müsste sofort losfahren. Hoffentlich hat er noch Schläuche dabei. Brandeinsatz, Menschenleben in Gefahr. Florian Sauland, Ende der Alarmierung. Na, fahr schon los. Jetzt fährt er los. Ja, Einsatzleiter ist auch schon unterwegs. Autodiebstahl. Der Täter ist auf der Flucht. Okay. Verhaften und abtransportieren. Den Einsatz hatte ich schon, ich glaube, viele Jahre nicht mehr. Ich weiß nicht. Also, ja. RTW ist auch da. Polizei ist auch schon da. Das ist ja wunderbar. Aber wir müssen mal ein bisschen Platz hier machen. Da weiß ich jetzt nicht, ob der Schläuche dabei hat. Ich hoffe es einfach mal. Weil sonst können die ja nicht löschen. Das wäre blöd. Das sieht nicht gut aus. Nee, dann mach mal hier. Kannst du es nicht direkt da anschließen? Fahrzeug 24 hört. Was gibt's? Tja, dann halt nicht. Fahrzeug 26. Dann nehmen wir den. Auf dem Weg. Oh, jetzt sind die ja schon ausgestiegen. Fahrzeug 24. Jetzt fahr weg. Fahrzeug 25 hört. So. Hier jetzt aber endlich mal so einen Verteiler aufstellen, bitte. Sonst gibt das Probleme. So, haben die den... Höre.
bestätige. Ja? Auf dem Weg. Roger. Sofort. Och, das war... Ich glaube, der hätte jetzt geschossen. Fahrzeug 2, ja. Gerade noch so geschafft. Roger. Ja? Roger. So, dann bleiben die mal da. Die tun den... Die können den gar nicht ins Fahrzeug. Ach so, er ist so ein Militärtyp. Ja, dann schickt er die Feldjäger hin. Weil Polizei darf den ja anscheinend nicht mitnehmen. Die können wieder wegfahren. Wegfahren. Geht doch. So. Sonst noch was? Nee. Abschleppfahrzeug ist schon da. Die müssen noch warten. Da sind sie schon. Auf dieser Karte gibt es ja keine Militärstation. Bewaffneter Banküberfall. Täter festnehmen und abtransportieren. Boah, was sind denn das hier für coole Einsätze? Sie alle Opfer und transportieren sie ab. Ich glaube, wir sperren hier erstmal mit zwei Polizeifahrzeugen ab, damit da nichts passiert und so. Romeo. So. Ich glaube, mir gefällt die Karte. Hier gibt es irgendwie andere Einsätze. Also jedenfalls Einsätze, die ich so nicht hab so oft, ne? Ist ja schon... Oh, da läuft ja schon jemand. Polizei ist schon da. Den verhaften, wa? Oh. Da wird schon geschossen. Oh, da wird hier... Oh. Da ist natürlich hier... Medizinischer Notfall. Eine Person steht unter Schock. Versorgen und abtransportieren. Der NRW kommt ja mit. Wo? Da drin. So. KTW. Die sind schon da. Fährt er mal dahin. Polizeifahrzeug steht jetzt da. Der Rest vom SEK muss auch noch ankommen. Es dauert wohl noch etwas. Wo ist denn hier überhaupt der Überfall? Der ist da. Hilflose Person. Ach so. Ist auch abgeschlossen. Ja, die bringen den Zweck, denke ich mal. Fahrzeug 33 auf dem Weg. Ich würde mal sagen, die schauen sich das mal an. Der Täter ist ja anscheinend schon weggelaufen, aber muss man ja trotzdem mal reingucken, ne? Was gibt's? Guck mal da rein. Achtung, Brandausbruch. Ursache offenes Licht und Feuer. Löschen Sie alle Brände. Ja, schick mal einfach mal einen Löschzug hin. Man weiß ja nicht, wie schnell sich das ausbreitet. Hat er keinen Notfallkoffer genommen? Doch. Hm? Egal. So. Der muss mal dahin fahren. Hier ist nichts los, ne? Keine Verletzten oder so, alles gut. Da können wir auch wieder wegfahren. Außer der. Behandeln. Ja, den können wir so nicht transportieren jetzt. Der Hintergrund-RTW kommt hier von außerhalb, ne? Ja, hier bauen wir auch noch einen RTW. Die sind schon da, die können hier mal hier so ein bisschen absperren. Fahrzeug 31 hört. Habe verstanden. Ja, auf dem Weg. So. Oh, jetzt fährt er einfach lang. Die bauen natürlich wieder sofort ihren Verteiler auf. Ich glaube, das reicht dann auch schon, ein Verteiler. Müsste ausreichen.
löscht jeder einen Baum, dann ist gut. Geht das so? Die nehmen den mit, der ist jetzt sogar blau geworden, okay. Polizei muss wahrscheinlich begleiten. So, dann können die wegfahren. Hier, die warten noch auf den RTW. Brandausbruch durch fahrlässigen Umgang mit brennbarem Material. Löschen Sie alle Brände. Wenn ich den jetzt nach Hause schicke, dann fährt der an. Er stützt das Spiel ab, okay. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, dann würde ich mal sagen, war das jetzt eine etwas kürzere Folge. Ich wollte ja eigentlich nur die Karte mal zeigen. Ja, und in der nächsten Folge spiele ich dann mal in Version 8.9. Also nicht Version 9, sondern mal 8.9. Einfach auch, um das mal zu zeigen. Ja, und dann tschüss und bis zum nächsten Video, ne?